So, ich begrüße Sie zu unserer Vorlesung Informationssicherheit. Heute eine dritte Vorlesung zum Thema Secret Key Kryptosysteme. Wir sind ja in dem Bereich der Werkzeuge und Verfahren, haben uns mit den Dingen, die notwendig sind, um diese zu verstehen, um diese verschiedenen Verfahren besprochen, aus der Zahlentheorie, Komplexitätstheorie, Algebra, haben dann angefangen, über Kryptosysteme und Kryptoanalyse zu reden. Und dann uns in den ersten großen Bereich mal Kryptoverfahren angesehen, ganz konkrete. Und zwar Krypto, solche Verfahren, die zur Familie der Secret Key Kryptosysteme gehören. Das waren ja die Systeme, die dadurch gekennzeichnet waren, dass der Schlüssel fürs Verschlüsseln und fürs Entschlüsseln übereinstimmen. Dass ich also das Verschlüsseln, das Encoding eines Klartextes mit dem Schlüssel vornehme und dann das Decoding auf dieses Chiffrat anwende und dann komme ich wieder auf meinen Original-Klartext. Wir werden sehen, dass das eben wirklich ein Charakteristikum ist für diese Klasse von Verfahren, weil diese Problematik, dass beide den gleichen Schlüssel brauchen, schon uns in der praktischen Anwendung, insbesondere über Internet, schon besondere Herausforderungen stellen wird. Auf der anderen Seite ist das halt der klassische Ansatz, die Nachrichten wurden verschlüsselt und irgendwo in der Bibliothek, wie das in den Spionageromanen erzählt ist, da wurde dann der Schlüssel ausgetauscht, heimlich und dann konnte man eben auch dann die Nachrichten dechiffrieren. Das ist also die Problematik, dass man vor der Kommunikation nachdenken muss, wie der Schlüssel ausgetauscht wird und dazu gibt es immer die Aufgabe, dass das immer über einen anderen Kanal zu erfolgen hat. Also macht keinen Sinn, eine E-Mail zu schicken, das ist der Schlüssel und dann die nächste E-Mail, jetzt ist der verschlüsselte Text. Wer den Kanal kontrolliert, hat dann beides. Es ist schon möglich zu sagen, per Internet kommunizieren wir mit den verschlüsselten Texten, aber per Postverfahren oder auf einem anderen Kanal persönliches Treffen, da kommt es dann zum Schlüsselaustausch. Wir werden auch noch Verfahren besprechen, wie man übers Internet sowas austauschen kann in einem sicheren Weg. Also die Geheimhaltung der Schlüssel, das ist das A und O hier bei diesem Verfahren. Und da, anders als bei den asymmetrischen, bei den Public-Key-Verfahren, der Schlüssel braucht dort den Nutzer nie zu verlassen. Hier dieser Austausch notwendig ist, das ist halt dieser Angriffspunkt an diese Secret-Key-Verfahren. Wir haben uns dann mit konkreten Verfahren befasst und haben insbesondere, nachdem wir in der ersten Vorlesung da geschichtlich mal geguckt haben, insbesondere bei der letzten Vorlesung uns mit diesem DES-Verfahren befasst. Das war das weit verbreitetste symmetrische Kryptoverfahren, auch im Internet, ist in Anfang der 70er Jahre von Horst Feistel bei IBM entwickelt worden, ist dann standardisiert worden, zunächst mal im Bereich der IT, dann in einem breiteren Bereich. Das Verfahren ist offengelegt, jeder weiß, wie es funktioniert. Das ist dieses Kerckhoff-Prinzip und die Sicherheit hängt eben ab von der Sicherheit des verwendeten Schlüssels. Okay, diese DES hat eine ganz breite Verbreitung gefunden, bis hin zum Fax zum Beispiel und insofern ist dann, was wir ja erlebt haben, dann in den 90er Jahren, dass es nicht mehr sicher war. Insofern ist das ein mühseliger Prozess, dann auch all die Dinge, all die Anwendungen, die das benutzen, neu zu schreiben und mit neuen Verfahren dann auszustatten. Diese DES haben wir uns ja genauer angeguckt. Das sind übrigens wie bei allen symmetrischen Verfahren einfach ganz, ganz einfache Operationen, die gerade bei DES auch gut in Hardware ausgeführt werden können. Das ist eine Exklusiv-OR-Verknüpfung, das ist Permutation. Permutation für Software ist es schwer, das nachzubilden. Aber Hardware muss ich einfach nur die bestimmte Eingänge miteinander fest verdrahten und dann ist diese Permutation sofort berechenbar. Substitutionen werden verwendet und wenn man mal gedanklich sieht, in diese Konzeption von DES ist halt eingegangen, das, was man mit dem One-Time-Pad-Verfahren hat, die Permutation und die Substitutionschiffren und das ist alles gut vermengt in einem Mehr-Runden-Prozess dann sehr günstig auch realisiert. Bei der Kryptoanalyse haben wir bei DES festgestellt, dass obwohl da auch
hier große Belohnungen ausgesetzt waren, wenn man Schwächen in diesem DES fand, es eigentlich am Ende immer nur Brute Force war, womit man DES entschlüsseln konnte, Brute Force Angriffe. Also auch wenn wir uns ansehen, 97 dann die erste erfolgreiche, jedenfalls öffentlich bekannt gewordene Known-Plain-Tech-Attacke, wo ein Schlüssel mit Hilfe von 14.000 im Internet verteilten PCs in 4 Monaten geknackt werden konnte. Und das hat sich dann aufgrund der Leistungssteigerung der Rechner sehr stark verbessern lassen. 98 hat man dann nur 39 Tage statt der 4 Monate gebraucht. Im gleichen Jahr hat man mit einer Spezialmaschine es sogar geschafft, in 56 Stunden das zu knacken, wobei das schon eine sehr teure Spezialmaschine war. Schließlich ist es dann 99 dazu gekommen, dass man mit Hilfe von 100.000 Nutzern im Internet, die zusammengearbeitet haben, innerhalb eines Tages dann eine Entschlüsselung erreicht hat. Deswegen ist es dann ab Anfang der 90er Jahre nicht mehr standardisiert worden. NIST hat gesagt, das wird immer alle 5 Jahre muss es neu betrachtet werden. Und dann haben sie aufgrund dieser Geschichten das nicht mehr als Standard erklärt und hat man überlegt, was kann man denn machen. Und eine Idee war, sagt man, gut, hier ist offensichtlich die Schlüssellänge das Problem mit den 64-Bit-langen Schlüsseln, beziehungsweise wenn man die 8-Bit-Prüfschlüssel, die 8 Prüfbits abzieht, sind es eigentlich nur 56-Bits. Das ist halt zu kurz, deswegen sind die Brute-Force-Attacken so erfolgreich. Also lass uns doch einfach 2-mal das hintereinander anwenden mit 2 verschiedenen Schlüsseln. Und gefühlt ist das dann 2-mal 56, also 112 Bit lang. Und das ist dann doch heute noch weit außerhalb der Reichweite von Brute-Force-Attacken. Nun gibt es aber eine Man-in-the-Middle-Attacke oder Meet-in-the-Middle-Attacke, die gar nicht nur bei der zweimaligen Anwendung von DES eine Rolle spielt, sondern bei der zweimaligen Anwendung jedes Secret-Key-Verfahren. Also die Idee, das einfach 2-mal anzuwenden, bringt keinen wesentlichen Sicherheitsgewinn. Wie ist die Grundidee? Naja, also man hat den Text und man hat 256 verschiedene Schlüssel und jetzt nimmt man von dem Text jede Verschlüsselung, die möglich ist. 256, die muss man sich irgendwo aufschreiben. Dann geht man dahin und greift sich einen der verschlüsselten Texte und wendet die 2 hoch 56 Schlüssel an zur Entschlüsselung. In meisten Fällen führt das gar nicht zur Entschlüsselung, aber in jedem Fall in einem. Und jetzt kann man genau sehen, dass es da bei beiden Einträgen da eine Übereinstimmung gibt. Und damit kennt man beide Schlüssel und hat de facto nur 2-mal 2 hoch 56 Schlüssel ausprobiert. Das heißt, hat eigentlich nur hier die Sicherheit 2 hoch 57 als Schlüsselraum bekommen. Das ist natürlich eine theoretische Konstruktion, denn 2 hoch 56 Texte dahin zu schreiben, ist mühselig. 2-mal 2 hoch 56 ist mühselig, aber es zeigt, dass diese Annahme, man hätte einfach durch Verdopplung des Verfahrens, durch 2 unabhängige Schlüssel, hier eine Sicherheit, eine Anzahl von 2 hoch 112 vielen Schlüsseln. Das ist einfach ein Trugschluss. Also es muss genau hier über dieses Treffen in der Mitte sind die beiden Schlüssel erreichbar. Das heißt also mal, dass es praktisch nicht machbar ist, hat man einfach nur einen effektiven Schlüsselraum von 2 hoch 57. 2-mal 2 hoch 56. Dieser Brute-Force-Attacke läuft das. Und das ist eine Idee, die jetzt gar nicht nur bei DES anwendbar ist, sondern die bei jedem Verfahren mit Verdopplung der Schlüssel bei jedem Secret-Key-Verfahren. Wenn man aber jetzt hingeht und sagt, gut, machen wir das 3-mal, dann kommt man schon tatsächlich zu einer Verbesserung, nicht zu dreifach, aber immerhin zu einem etwa verdoppelten. Verdoppeln ist ja immer falsch, weil es ja 2 hoch verdoppelten Größe des Schlüsselraums geht. Und das ist das Triple des. Und die Idee ist einfach folgende. Ich leite hier meine Klartext ein. Dann wende ich das erste Mal das DES-Verfahren an, gesteuert von einem Schlüssel K1.
Dann das Ergebnis gebe ich dann in einen zweiten Desverschlüsselung. Man arbeitet hier mit dem Inversen, das ist aber jetzt gar nicht so wesentlich, mit einem zweiten Schlüssel gesteuert ein. Dann gebe ich das ganze entstehende Chiffrat nochmal in eine weitere Desverschlüsselung ein mit einem dritten Schlüssel. Und was ich dann rausbekomme, das ist unser Chiffretext. Das ist Triple Des oder 3 Des. Und wenn ich mir hier die Größe des Schlüsselraums angucke, dann komme ich halt auf 2 hoch 112. Nicht das eine bringt nichts, aber das ist, da hat man keine Idee. Hier hilft auch das mit den Gegenüberstellen alles nicht mehr. Und wenn man hier so ein bisschen genauer nachguckt, das wollen wir ja jetzt gar nicht machen, dann ist es so, dass der Schlüsselraum hier 2 hoch 108 ist, weil man noch so ein paar kleine Tricks anwenden kann. Aber das ist natürlich etwas, was schon durchaus als sicher anzusehen ist im Bereich dieser Verfahren. Also Doppeltes vergessen, Trippeltes ist etwas, was wirklich in der Praxis einsetzbar ist. Und warum setzt man so gerne ein? Na, diesen Baustein, den hat man. Den hat man irgendwie in Hardware, den hat man in Software, der ist wunderbar optimiert. Und jetzt muss ich halt einfach 3 solche Bausteine hintereinander setzen. Hat man auf diese Weise ein sehr einfaches Verfahren. Denn wir erinnern uns ja auch, also es ist eigentlich keine Angriffsmethode, außer Brute Force, beziehungsweise die im Aufwand so anstrengend wie Brute Force ist, bekannt geworden gegen das, was die kryptografische Qualität schon belegt.